Hallo liebe Spielaffen, wir haben heute einen ganz besonderen Spieltipp für euch, denn unsere Spielaffe-Helden Kiba und Kumba sind zurück und stürzen sich in ein brandneues Abenteuer. Und logisch, dafür brauchen sie eure Hilfe. In Kiba und Kumba, Chaos im Dschungel, hat der fiese Dr. Flutsch von Eis wieder zugeschlagen und alle Dschungeltiere entführt. Ihr übernehmt nun wahlweise die Kontrolle über Kiba oder Kumba, je nachdem, wen ihr lieber mögt, und müsst in diesem spannenden Jump'n'Run Dr. Flutsch von Eis und seine Anhänger in die Schranken weisen. Ihr hüpft nun mit Kiba und Kumba durch 12 Level, welche sich auf 4 Welten verteilen. Eine Dschungelwelt, eine Höhlenwelt, eine Wüstenwelt und eine Eiswelt. In jedem Level werdet ihr die Bekanntschaft mit den unzähligen Schergen von Dr. Flutsch von Eis machen. Einige laufen nur auf dem Boden rum, andere fliegen an Propellern durch die Lüfte und wieder andere werden gar auf euch schießen. Das müsst ihr euch natürlich nicht gefallen lassen. Ein beherzter Sprung auf den Kopf der Gegner setzt diese außer Gefecht. Aber Vorsicht, manche Feinde müssen zweimal getroffen werden, um besiegt zu werden. Werdet ihr selber auch mal von einem Halunken von Dr. Flutsch von Eis erwischt, verliert ihr 1 von 3 Herzen. Habt ihr kein Herz mehr übrig, müsst ihr den Level von vorne beginnen oder von einem der letzten Checkpoints anfangen. Allerdings werdet ihr in den Leveln auch Herzen finden, welche eure Lebensenergie wieder auffüllen. Besonders aufpassen müsst ihr, wenn ihr mit Kiba und Kumba in eine der fiesen Stachelfallen hineinfallt, welche es in den Levels gibt. Hier wird euch kein Herz abgezogen, sondern ihr werdet direkt zum Levelanfang oder dem letzten Rücksetzpunkt versetzt. Ihr braucht übrigens keine Angst zu haben, dass euch das Spiel frustriert, denn ihr könnt die Level so oft spielen, wie ihr wollt, auch wenn ihr mal abgestürzt oder bei einem Gegner hängen geblieben seid. Die Level unterscheiden sich übrigens nicht nur optisch voneinander, sondern bieten auch verschiedene Spielelemente. So bietet die Höhlenwelt beispielsweise jede Menge Trampoline, die ihr zum Fortkommen nutzen müsst. Und es macht einfach eine Riesenlaune, wenn ihr von Trampolin zu Trampolin geschossen werdet, um dann einen weiteren Levelabschnitt zu erreichen. In anderen Leveln müsst ihr euch den fahrenden Plattformen bedienen, um weiterzukommen. Es steht euch übrigens vollkommen frei, ob ihr so schnell wie möglich durch die Level lauft und hüpft oder doch lieber auf Highscore-Jagd geht. Denn in jedem Level gibt es einen ganzen Haufen Bananen einzusammeln, sowie 3 besonders wertvolle goldene Münzen. Abgerechnet wird am Levelende. Und ihr könnt sicher sein, dass ihr die Level gut durchsuchen müsst, wenn ihr alle Bananen und Münzen finden wollt. Denn es gibt jede Menge geheime Verstecke in dem Spiel. Also werft auf jeden Fall öfter mal einen Blick an den Rand des Bildschirms, ob sich dort nicht eventuell doch noch eine Plattform oder eine Banane oder eine Münze versteckt. Eure Ergebnisse in den einzelnen Level könnt ihr dann via Facebook mit euren Freunden vergleichen. Also liebe Spielaffen, helft unserem Affenkönig und seiner Prinzessin im Kampf gegen den fiesen Dr. Flutsch von Eis. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei Kiba und Kumba Chaos im Dschungel Episode 1. Fortsetzung folgt. Garantiert.